Ja, servus alle miteinander. Ich darf heute auch dabei sein bei unserem Dutch Oven Special und ich stelle euch heute ein Gericht vor, das man wunderbar im Dutch Oven machen kann, das komplett speziell für unsere Region bekannt ist, und zwar das Pichelsteiner. I'm on the run, I've got no alibi for what I've done. Took what you treasure and I'm never gonna give it up. Yeah. Das Pichelsteiner kommt aus Regen und da gibt es auch jedes Jahr, einmal im Jahr, das Pichelsteiner Fest. Und aus Überlieferungen ist es erzählt worden, dass eine Frau damals alles, was sie zu Hause gehabt hat, in einen Topf geschmissen hat und hat daraus einen Eintopf gekocht. Wir nehmen heute Karotten, Petersilienwurzel, Zwiebel, Lauch und Schweinefleisch. Und zum Schluss Kartoffeln her. Ihr könnt zu Hause hernehmen, was ihr wollt. Wenn ihr nur ein Wirsing übrig habt, tut es noch mit Ei oder ein Weißkraut. Oder, wie meine Mama zum Beispiel, Erbsen. Nehmt es, was ihr wollt, schneidet es euch klein und kocht es gemeinsam in einem Topf drin. Und jetzt schneide ich erst einmal alles her, was ich mir da schon vorbereitet habe. Und dann geht's weiter. Ja, so schnell, wenn es immer gehen würde, gell? Schweinefleisch, Karotten, Petersilienwurzel, Lauch, Zwiebeln, alles fertig. Jetzt geben wir das schichtweise in den Dutch Oven. Das Fleisch wird natürlich vorher gewürzt, salzen und pfeffern. Und dann zeige ich euch den Trick. Ihr nehmt jetzt einfach das Salz, würzt erstmal das Fleisch schön. Dann kommt es da rein. Dann einmal die Gewürze ein bisschen verteilen. Unten schön locker reinlegen. Und dann einfach das Gemüse nach und nach dazugeben. Das schaut wunderbar aus. Und wenn das dann so in sich geht und der Saft vom Fleisch rausgeht und von den ganzen Gemüsesorten, das schmeckt dann wunderbar. Ja, jetzt ist da so ziemlich alles drin, aber unsere Kartoffeln haben wir noch nicht. Und da zeige ich euch jetzt einen Trick, wie ihr die richtig super da drauf bringt. Und zwar, ihr nehmt euch so einen Gemüsehobel, stellt euch die richtige Dicke ein und dann nehmt ihr einfach die Kartoffeln und hobelt sie da so drauf. Und so habt ihr einen richtig schönen Abschluss von dem ganzen Eintopf, das in sich schön geht. Zum Schluss noch mal ein bisschen oben ein bisschen würzen, Deckel drauf und einfach ab ins Feuer. Und dann wart so ungefähr eine Stunde und dann habt ihr ein wunderbares Pichelsteiner. Kartoffeln sind jetzt draufgehobelt. Jetzt noch ein bisschen Salz drauf geben, damit die auch schön Geschmack annehmen. Ein bisschen frischen Pfeffer gemahlen drauf. Dann Deckel drauf und der Smut und der Lucky machen das dann draußen fertig. Viel Spaß damit! Yes! Da ist er! Hat die Eva wunderbar vorbereitet. Und jetzt darf er kochen. Drehen wir ihn wieder zu, sagst du? Platte drüber. Und jetzt müssen wir einfach nur warten. Smoothie! Da ist er. Deck mal auf. Ui. Ah, das schaut sensationell aus. Sensationell. Ich rühre jetzt einmal um. Genau so muss er ausschauen. Der Pichelsteiner. Es ist echt so schade, dass ihr das nicht riechen könnt. Weil das hier ist die ultimative Eintopfwaffe. Wer jemals im Bayerischen Wald kommt und die Gelegenheit hat, einen original Pichelsteiner zu probieren, macht's das.
Wer nicht in den Bayerischen Wald kommt, der kann es ganz einfach machen. Ihr nehmt das Rezept unten im Link und kocht es einfach nach. Ein bisschen Schnittlauch, ein bisschen Petersilie, fertig. Das ist der beste Eintopf auf der ganzen Welt. Und er kommt aus dem Bayerischen Wald.